Keine Unterbüchs ist hier wie die andere. Das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie alle bunt sind und sehr individuell. Wendisch Underwear, Unterwäsche aus dem Wendland. Entworfen und produziert wird sie von der Textilkünstlerin Anne Heister. Ich wehre mich auch dagegen, dass es Dessous sind. Das sind bei mir Schlupper, weil das hat irgendwie nichts mit Reizwäsche oder Dessous oder irgendwie sowas zu tun. Die Frauen kaufen die, um selber daran Spaß zu haben. Und es gibt auch welche, die haben davon 10 Stück im Schrank. Anne Heister näht jeden einzelnen Schlipper selbst. 1 Stunde braucht sie pro Unterhose. Angefangen hat sie, weil ihr selbst die Unterwäsche in den Geschäften zu unbequem war. Schnell haben sich die ersten Freundinnen für das Bunte drunter interessiert. Die hier gesehen haben, haben dann gesagt, oh ja, und wir sind auch so unzufrieden mit dem, was man kaufen kann. Und nicht nur mit der Form, sondern auch mit der Frage, wo kommt es her? Und dann habe ich einen sehr lustigen Sommer damit verbracht, mir hier Frauen mit unterschiedlichen Pos einzuladen. Weil ich habe relativ wenig Po und weiß aber, dass andere Frauen andere Formen haben. Und dann haben wir hier, hatte ich also immer viele nackte Frauen, die irgendwelche Prototypen angezogen haben. Und so habe ich dann irgendwie 3 Modelle oder eigentlich 4 entwickelt. Heute gibt es die Schlüpper für Männer und für Frauen. Um die 20 Euro kostet einer. Kundinnen wie Britta Kerner geht es bei dem Kauf aber nicht nur um die Farben, sondern auch um Nachhaltigkeit. Natürlich flattern mir in der Woche mehrere Kataloge ins Haus. Und wenn da gucke ich inzwischen sehr genau drauf, ob da ein Hinweis zu finden ist, wo das hergestellt ist, von wem es hergestellt ist, wo es geerntet ist, also wo der Rohstoff herkommt. Und es gibt Kataloge, die das glaubwürdig machen. Und trotzdem ist es natürlich viel schöner, zu jemandem persönlich zu gehen und ein Gespräch darüber zu haben. Anne Heister näht gern, aber noch mehr begeistert sie das Stricken. In einem Faden Wolle stecken so viele Möglichkeiten, sagt sie. Die erste Strickmaschine hat sie geschenkt bekommen und sich dann in die Technik eingefuchst. Nun mischt sie Maschinenstrick und Handarbeit. Jeder Pullover, jede Jacke wird durch die handgestrickten Elemente so ein Unikat. Manchmal dauert das Monate. Mein größter Wunsch ist, dass die Frauen, die bei mir was kaufen, dass es denen wirklich gut, richtig gut passt. Also es gibt manchmal Situationen, da kommt eine Frau und zieht einen Pullover an und dann denkst du, die ist so geboren, also die muss so sein. Und das ist halt toll, wenn das gelingt. Die Textilkünstlerin steckt viel Zeit und auch Liebe in ihre Kleidungsstücke. Deswegen verschickt sie ihre Sachen eher selten. Lieber berät sie persönlich. In ihrem Atelierladen in der Altstadt von Lüchow. Und dort kann man es auch drunter bunter werden lassen.